Dann haben wir noch einen Haufen. Einen Haufen abzuarbeiten. Zum Beispiel noch hier das Caution-Artefakt müssen wir noch finden, dann... Ach, pipapo. Die zwei Leute noch retten, dann... Jetzt das mit den Schwarzfels noch irgendwie. Auch noch dazu gekommen. So, und da tue ich in die Vorratsding dann auch noch. Ja, mal ein bisschen rumschleichen. Muss ja auch mal sein. Kennt man ja von mir. Voll beladen und dann bis dahin schleichen. Ich dachte eigentlich, es gibt eine Trophäe noch für die Vorratsbunker abarbeiten, aber wahrscheinlich nicht. Ja, man will so gerne dann immer sprinten, aber es geht dann nicht. Das ist dann auch immer ein bisschen blöd. Da kann das sich schon ein bisschen hinziehen, das Let's Play hier. Wenn man so hier längs schleicht. Das ist die nette Brücke. Oh, dann wird er immer selber. Man drückt dann schon selber hier auf den Controller da. Ja, lauf, lauf. Oh, ich brauche halt alles, jedes Zeug für. Für die Vorräte, für die Überlebenden. Speichervorgang ist ja auch dann immer mal.
dann erstmal die, hoffentlich die Vorräte erstmal hab und die Holzdingers. Weil Holz wird kein Problem sein, Essen eigentlich auch nicht. Eigentlich könnte ich so Hasenfallen aufstellen und dann mal schauen. Da müsste es eigentlich funktionieren, aber es geht, ich denke mal, es geht doch so. Und die schöne Musik. Schnell rein, es stürmt sowieso. Wunderbar, so, das stürmt jetzt sowieso, da ist das sowieso gleich gut, dass ich hier reingehe und dann schauen wir mal, was wir noch hier so auffüllen können an Dingern. Wenn man das Zeug noch reinlegt. So, wenn ich jetzt mal 5 solche Dinger reinlege. Okay. Wie viel brauchen wir davon? Warte mal. Ich sehe die Zahl gar nicht richtig. 48. Okay. Gut. Okay, okay. Na gut, das müssten wir hinbekommen. So. Da noch. Zack, zack. Ne, das brauchen wir nicht. So. Das kriegen wir schön hin. So, Essen. Das wäre. Zack. Zack. Und zack. So, da haben wir das schon. Nice. Dann brauchen wir noch Stunden Feuerholz oder andere Brennstoffe. Aber ich denke mal, das kriegt man auch noch hin. Das jetzt da. So. Nice. So, da haben wir das auch schon. So, da können wir dann hier jetzt noch mal Zeug rein, was ich nicht brauche. Zack, zack. Drei. So. Die Dings, die so schwer war.
So, die Axt. Haben wir noch in Feuerpistole haben wir auch. Säcke haben wir noch und die Schusswaffendinger. Aber irgendwie finden wir keinen Schleifstein oder so, oder? Da irre ich mich da. So. Okay. Sollte ich doch nochmal in Ruhe hier gucken? Dass hier nicht irgendwo noch was steht. Das Brecheisen tun wir auch noch mit rein. Das brauchen wir ja nicht. So. Bing. Ja. Und so. Denn sind wir da eigentlich erstmal so gut wie durch hier. Und da werden wir dann als nächstes in Angriff nehmen, die anderen noch alle zu retten. Ja. Oh, hier ist ein Schrank. Okay. Gut zu wissen. So, hier war noch irgendwo, war hier noch irgendwo was? Nö, war. Ist hier irgendwas? Hier ist irgendwie ein Raum von nix. So. So denn. Und da werden wir dann das nächste Mal. Nahen der Sturm, lege Vorräte in die Vorratsboom und das Zentrumsküche. So, Nebenstory. Finde alle Sammelgegenstände zur Geschichte aus Sicht der Bewohner des idyllischen Tals. Finde alle Sammelgegenstände zur Geschichte auf Sicht der Waldflüsterer. Kirchenartefakt. Große Geschichten. Ja. Da könnte man dann eigentlich hier das dann erstmal abarbeiten. Große Geschichten, große Geschichten. Was halt so unter Nähe ist. Und dann halt die Leute noch retten. Und da noch hingehen und ja. Eigentlich den Kirchenartefakt noch finden. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und damit sage ich schon mal ciao und danke fürs Zuschauen. Euer Metal Franz. Ciao.